Einen wunderschönen Donnerstag, willkommen zurück bei Holy Bridge 2 mit Workshop-Level, sprich Level von euch für mich. Wir haben ja einige schon gemacht, das sind alles Level, die im letzten Monat gemacht wurden mit dem Titel Krieger 05 drin. Vielen Dank schon mal dafür, wenn man überlegt, das sind 2, 4, 6, 8, 12, das sind 35 Level in den letzten 4 Wochen. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Und weil wir einige Level von Sebastian Gelbach haben, werden wir heute eine Episode nur mit Sebastian Gelbach Leveln machen. Ich denke, dass nächste Woche dann ein Level von Switches da kommen wird, weil davon habe ich auch noch 3, glaube ich, vor mir. Aber gut, wir starten mit Weltallaufzug. Krieger 05 Felix. Gucken wir mal, 145.000. Was ist zu tun? Oh, bitte sei nicht vom Masonator oder von Arglen. Ich glaube, von Arglen. Nein, das war Reed Captain. Inspiriert. Wir haben Auto fährt, dann haben wir 3 Hydraulikphasen. Auto fährt weiter, 3 Hydraulikphasen. Dann fährt Blau, 3 Hydraulikphasen. Und er muss seinen Checkpoint erreichen. Es ist nicht davon inspiriert, was schon mal gut ist. Auto fährt, stoppt hier, dann fährt Hydraulik hoch, A fährt weiter, dann fährt Hydraulik runter, er muss farmen. Wo ist denn, also sein Checkpoint ist derselbe, oder? Ja. Und da muss die Hydraulik nur so eingestellt sein, dass du ein wenig weniger fährst. Das sieht auf den ersten Schritt einfach aus. Ich hatte Angst, das wäre von, ich glaube, Reed Captain war es. Oder Arke, ich verwechsel das, die Aufnahmen, die er zusammen mit RCE gemacht hat. Das war nämlich ein extrem hartes Level. 25 Meter, ich nehme an, dass das hier dann dementsprechend die doppelte Höhe ist. Ja, ist genug Höhe. Ich gehe jetzt einfach mal den einfachen Weg. Weil der einfache Weg wäre natürlich, das hier zu machen. Dann das hier zu kopieren. Ich glaube, das ist angeschlossen. Zumindest unten, genau. Dann den hier zu machen. Und schauen wir mal. Man könnte natürlich einstellen, dass er nur einmal fährt, statt dreimal. Ist ja offensichtlich. Ja, genau. Okay. Was feststeht, ist, alle entfernen. Alle entfernen. Wir lassen es nur einmal fahren, weil sonst dauert das mit zu lange. Und wir müssen hier gucken, dass das hier aligned ist mit dem hier. Sprich, du musst eins nach innen gehen. Und wir müssen jetzt nochmal hier mit den Hydrauliken eine große Kopie machen. Genau. Es ist natürlich sicherlich sehr viel günstiger möglich und dementsprechend nicht so geplant, aber es könnte sogar genau so hinhauen. So, hier eins nach innen machen. Jetzt sollte der nämlich an der Stelle da oben einrasten und dann dementsprechend nicht mehr wackeln. Sprich, er sollte... Okay, das war so nicht geplant. Was ist hier los? Du bist gebrochen. Warum reißt du denn? Immer weniger einfahren. Eventuell deswegen gerissen, weil er weiterfahren, weiter einziehen wollte, weil natürlich die Höhe nicht exakt stimmt. Gucken wir mal. Ticken zu niedrig, also lassen wir ihn noch ein wenig mehr einfahren. 38% auf beiden Seiten. Noch ein bisschen weiter. Machen wir 40%.
Wäre auch mathematisch natürlich rechnerisch möglich gewesen, das genau auszukalkulieren. Aber das wäre zu einfach. Er soll auf jeden Fall nicht ins Wanken geraten. Das heißt, er muss einklinken, damit das nicht ins nicht wackelt. Weil wenn er nämlich jetzt wackelt und dann runtergelassen wird, prallt er wieder hier gegen und zerschießt. Genau, das will ich nicht. Gehen wir auf 45%. Der sieht gut aus. Ja, der ist optimal. Okay, jetzt geht's darum, hier alle entfernen und im letzten Schritt sieht das noch einfach nur 2 Meter weniger aus. Wie hoch ist die Distanz zwischen dem und dem? 2,75. Das ist wieder Rechnereien hier. Wie viele Meter sind das? Achso, nein, bis hierhin. Wie viele Meter sind das? Genau 23 Meter. Das Gute ist, danach darf es wackeln, wie es möchte. Das muss also dann im Prinzip einfach nur so fahren. Weniger hochfahren. Oder? Zack. Dann fährt er runter. Rastet hier wieder ein. Er kommt drauf. Dann passiert erstmal im Moment nichts. Dann kommt er hoch und er muss nur noch... Ah, ein Ticken zu weit. Okay, dann machen wir es anders. Ihr fahrt mit, aber ihr nicht. Weil ihr weniger hochfahrt. 80.000 ist natürlich sehr teuer. Man kann das definitiv günstiger machen. Auch schön, aber ich denke, das ist halt die einfachste Methode, die mir jetzt direkt eingefallen ist. Ohne die Ankerpunkte hier oben hätte man eindeutig mehr überlegen müssen. Ja. Weißt du, eigentlich kann ich euch sogar trotzdem einfahren lassen. Ist ja egal, wenn das dann ins Wackeln gerät. Wenn ihr das Level selbst spielen wollt, wie immer, ID, Name und Level Creator in der Videobeschreibung. Das heißt, dann könnt ihr eben die ID nutzen und das Level selbst machen. Hinterlasst eine Replay, damit man sich das anschauen kann. Jetzt müsst ihr ja trotzdem rüberkommen, oder? Ach, du willst mich doch veräppeln. Okay, weißt du was? Weißt du was? Du hast es nicht anders gewollt. Pass auf. Jetzt machen wir es ganz anders. Du fährst jetzt aktuell 2 Meter weniger hoch als hier. Das heißt, hier 2 Meter runter ist da, wo ich nicht hin kann. Dann machen wir es so. Euch beide. Man kann das sicherlich so einfach machen. Euch brauche ich mal hier. Nein, das ist eigentlich Schwachsinn, was ich hier mache. Komm mal her, wir machen euch wieder hier rein. Machen jetzt allerdings euch hier weg. Machen euch hier weg. Wir machen jetzt hier eine hin und hier eine hin. Sie werden immer noch die gleiche Distanz hochziehen, aber ich habe jetzt eine 2 Meter Möglichkeit, mir hier bei 2 Metern. Sind das noch 2 Meter? An der Stelle fahren alle außer einer. Das sind 2 Meter, genau. Alle außer 2 Meter. Das heißt, wenn ich hier... Du fährst 2 Meter ein. Du
Warum sind das bitte 4 Meter? Ach, wegen... Mich hat jetzt die ganze Zeit das Auto verbinden. Hab mich jetzt gerade veräppelt. So. Wir machen uns hier einen neuen Split-Joint rein. An dem wird nämlich dann die... das Ding festhalten. Das heißt, er wackelt nicht weg und er sollte ins Ziel kommen. Nur falls machen wir hier noch eine kleine Straße hin. Nur falls machen wir da noch eine kleine Straße hin. Damit er eben nicht auf den Rücken fällt. Man weiß es ja nicht. Was ist denn los? Warum löst du dich denn? Dann machen wir dich fest. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange brauche, um das Level zu lösen. Und vor allen Dingen ohne Grund. Hey, es bleibt mal hängen. Jetzt muss nur noch das alles richtig kalkuliert gewesen sein, dass er hier dran fest wird. Hier ran. Mach dich daran fest. Er reißt. Er reißt. Wir machen dich aus Stahl und wir machen hier vor allen Dingen noch eine Straße hin, die auch mit Stahl festgemacht ist. Zählt das nicht mehr. Okay, du hast mich erwischt mit deinem Level. Ich geb's zu. Du hast mich erwischt. Kann das jetzt bitte hier hinhauen? Ja! Da ist es! Mann, hat das lang gedauert! Unglaublich! Was für eine Lösung haben wir denn hier bekommen? Sebastian Gelbach. Selbe Idee, teurer als meins, glaube ich, oder? Ja. Weil er hier die Verbindungen gemacht hat. Ja, damit ist natürlich easy. Oder besser. Aber es hat funktioniert. Vielen Dank für das Level. Wir springen rein ins nächste Level von Sebastian Gelbach. Mal gucken, was das wird. Es kann ja nur lustig werden. Wohin mit der Brücke? 4 von 5 Sternen. Kriegen nur 5. Schwierigkeitsgrad 4 von 5 Sternen. Diese Angabe ist meine persönliche Meinung. Macht Sinn. Aber nett, dass du auf jeden Fall schon mal eine Angabe gemacht hast, was du denn... wie schwierig du es findest. Wir haben 86.000, alle Materialien feststeht. A-Pferd, Hydraulik. Die Frage ist nur, wohin mit der Brücke? Das ist eine berechtigte Frage, wenn ich mir das Level anschaue. Ich denke, wir werden hier mit viel Hydraulik arbeiten müssen. Und zwar in dem Sinne, wir versuchen das einzurollen. Gucken wir mal, ob das hier so gehen wird. Moment. Jetzt einmal flippen, bitte. Danke. Er muss halt weit einrollen. Notfalls mit kleineren Straßen, damit er mehr eingerollt wird. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt hier stabil genug ist. Es könnte gerade so halten, nur falls Stahl hinmachen. Stahl it is. Auf beiden Seiten. Vielleicht bessere Straße noch. Ah, das sieht gut aus. Jetzt ist die Frage, ob die Hydraulik es weit genug einrollt. Könnte hinhauen. Verdammt. Bisschen mehr. Okay. Wir machen das flacher. Wenn das flacher ist, wird es niedriger sein. Problem ist, es wird jetzt nicht so stabil sein. Exakt. Das heißt, dich sollten wir vielleicht so lassen. Nette Challenge direkt. Es ist was anderes, weil jetzt muss man gucken, wie bekommt man die Straße hier weg. Das könnte gerade so halten.
Es ist gerade so. Aber er bekommt das nicht mehr bewegt. Wir checken das mal, ob das auch mit den Straßen noch der Fall ist. Nee, das bekommt er bewegt. Okay. Wir haben relativ viel Geld. Da kann ich also großzügig sein, was das angeht. Das Problem ist ja auch nicht nur das Einklappen der Brücke, sondern auch das wieder Ausklappen. Eventuell muss ich die Hydrauliken hier weiter nach hinten ziehen. Weil wenn er zu weit einrollt... Der zieht hier zum Beispiel zu weit ein. Das heißt, dich höher machen. Dich höher machen, jeweils eins. Dich nicht komplett einziehen lassen. Das hält die Straße nicht aus. Gucken wir mal jetzt. Ich glaube nicht, dass ihr hoch genug, nicht niedrig genug seid. Nee. Du musst einen Tick weiter einziehen. Also ziehen wir dich ein bisschen nach hier. Eventuell zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Nächster Versuch. Grundidee von Anfang an. Ah, das überziehst du. Dann ziehen wir dich wieder ein bisschen nach da. Überziehst wieder, oder? Na, doch, du überziehst. Das hast du nicht gewollt. Also die Grundidee hatte ich von Anfang an. Jetzt geht es darum, das nur umzusetzen, wie ich es gerne hätte. Das war tatsächlich schlechter. Also niedriger machen besser? Fragezeichen. Jetzt machst du das nicht mit. Also ziehen wir dich ein bisschen nach da. Sollte es insgesamt ein bisschen besser gehen. Genau. Aber du kommst aktuell nicht weit genug rein, oder? Du gehst zu weit rein. Lass mir mal so. Ich glaube, das ist niedrig genug. Okay. Wir brauchen eine kleinere Straßenabfolge. Wir brauchen mehr Straßengelenke. Damit er ein bisschen besser einziehen kann. Kann ich das nicht sogar so machen? Wäre sowas möglich? Ich habe sowas noch nie gebaut. Was würde hier jetzt passieren? Es würde ja im Prinzip alles nach innen... Ich glaube nicht, dass das geht. Und drehen wir uns mal hier auf diesen einen Teil. Ich glaube, hier wird es ein Problem geben, weil die beiden Punkte mit dem verbunden sind. Hey! Das sieht gut aus. Ich hoffe, du bist niedrig genug. Das sieht richtig gut aus. Die Frage ist nur, kriegt der ihn wieder zurückgestülpt? Schaffen die Hydrauliken das? Komm schon. Dann hätte ich's. Es sei denn, jetzt kommt raus, das Moped hat eine riesen Masse. Das hätte ich vorher checken müssen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sehr coole Brücke. Sensationelle Brücke. Sebastian Gelbach. Vielen Dank dafür.
Grandios. Grandios. Und wir haben hier mehrere Lösungen vor allem. Wir sharen unsere. Finde ich cool. Gucken wir uns mal die anderen Lösungen noch an. Und das ist auch relativ gut getimt, was die Episodenlänge angeht. Gucken nach Budget. 25.000. Wir sind fast die teuerste. Wir fangen von teuer nach günstig an. Sebastian Gelbach komplett mit Hydraulik nach unten. Da kam ich nicht drauf. Es ist eigentlich total logisch. Hier haben wir RCO. Selbe Idee, wie ich sie vorher hatte. Er hat es nur andersrum gemacht. Hier nicht so dran gemacht. Ich glaube, dadurch ist es stabiler geworden. Sehr cool. Einklappen, wieder ausklappen. Okay, was haben wir hier? Von Dr. Gio. Auch einklappen und ausklappen, natürlich. Wie genau klappst du das um? Jetzt geht er hier wieder raus. Ach, nur mit drei Hydrauliken, okay. Schön, und dann die günstigste von Ovine Aviation. Du ziehst sie ein. Du ziehst sie einfach nur komplett ein. Okay. Ich will ganz kurz mal was anschauen. Wie viele Meter tief geht das hier? Ah, 250. Man braucht zwei Hydrauliken nach unten. Weil jetzt würde ich nämlich... Ah, man kann aber vor allem hier nichts anbauen, gell? Weil... Na, ich lasse es. Bevor ich noch versuche, eine andere Art von Brücke zu bauen. Es funktioniert. Es ist sicherlich noch günstiger machbar. Ich weiß nicht, ob das hier alleine schon runter machen stabil wäre. Ich denke nicht, dass das zu flach ist. Nee, die Belastung direkt, das hält ja nicht aus. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Vielen Dank, wie immer, für die Level, Sebastian Gelbach. Nächste Woche eventuell Switch ist da. Gucken wir mal. Also, was heißt eventuell? Definitiv Switch ist da. Wahrscheinlich dann nur ein Level, weil seine Level immer sehr groß sind. Und bis dahin euch vielen Dank fürs Einschalten. Noch einen schönen Tag. Wenn ihr die Level selbst spielen wollt, wie immer, Link oder ID in der Videobeschreibung. Wenn ihr Level für mich habt, immer her damit. Ist allerdings ein kleiner Backlog aktuell. Ich habe ein paar Level, die noch zu spielen sind. Und bis dahin, schönen Tag und auf Wiedersehen.